Die Zahlen sind wirklich sehr alarmierend. Fast jeder Zweite in Deutschland ist übergewichtig. Zwischen USA, Mexiko und Neuseeland sind wir ganz weit vorne mit dabei. Übergewicht hat nicht nur was mit dem Erscheinungsbild zu tun, sondern kann auch schwerwiegende Folgen haben. Hallo, hier ist dein Coach Martin und heute erkläre ich dir, welche schwerwiegenden Folgen Übergewicht für dich haben kann. Als allererstes sollten wir uns erstmal die Frage stellen, ab wann gilt man eigentlich als übergewichtig? Hier gibt es unterschiedliche Messmethoden, um das festzustellen. Die bekannteste dabei ist die BMI-Messung. Hierbei wird die Körpergröße in Relation zum Körpergewicht gesetzt. Auch hier gibt es unterschiedliche Maßstäbe je nach Alter. Und hier kann man dann auch schon sehen, dass Übergewicht ab einem BMI von 25 beginnt. Und das geht dann bis Adipositas Grad 3 hoch mit einem BMI von 40, was dann schon fettleibig ist. BMI-Messung selbst ist natürlich jetzt nicht so aussagekräftig, da auch hier nicht die Körperzusammensetzung berücksichtigt wird, wie zum Beispiel auch Muskulatur. Dabei ist natürlich eine bioelektrische Impedanzmessung viel genauer, denn hier wird unterschieden zwischen Knochengewicht, Muskelgewicht, Fettgewicht und auch der Wasseranteil. Und hier kann man dann ganz genau sehen, wie hoch der Körperfettanteil eigentlich ist. Bei den Folgen von Übergewicht ist mir eins wirklich aufgefallen. Übergewicht selbst ist ja schon eine Volkskrankheit, aber all die Erkrankungen, die ich jetzt nenne, sind bereits auch schon Volkskrankheiten, die sehr oft vorkommen. Also steht das irgendwo doch schon in Relation. Das erste ist natürlich der Bluthochdruck. Ab wann gilt man als Bluthochdruckpatient? Sobald man einen Wert von 140 zu 90 hat in der Blutdruckmessung. Hier ist es dann letztendlich so, dass 30 bis 60% an Bluthochdruckpatienten wirklich an Übergewicht leiden. Also ist auch Bluthochdruck eine Folge von Übergewicht. Um es ein bisschen genauer zu sagen, der Übergewichtige ist dreimal häufiger betroffen von Bluthochdruck als der Normalgewichtige. Die Frage ist jetzt, woran liegt das Ganze? Es liegt einerseits daran, unser Blut muss ja die Nährstoffe in jede einzelne Zelle transportieren. Und dadurch, dass der Körper dann auch mehr Körpermasse hat, brauchen wir auch mehr Blut, um wirklich die Nährstoffe transportieren zu können. Und dadurch kommt es dann dazu, dass der Übergewichtige mehr Blutvolumen hat. Und das Herz ist natürlich genau das gleiche wie bei jedem anderen. Also es muss mehr schlagen und kräftiger schlagen. Und dadurch entsteht auch Bluthochdruck. Und durch diesen Bluthochdruck können auch weitere Erkrankungen entstehen, die ich jetzt auch noch nenne. Eine weitere folgenschwere Erkrankung durch Übergewicht ist die Atherosklerose, also die Gefäßverkalkung. Und da muss man sich jetzt auch wieder fragen, wie hängt das wieder mit dem Übergewicht zusammen? Es ist so ganz einfach erklärt, durch die dauerhaft überschüssige Nahrungsaufnahme erhöht sich das Protein Lipoprotein im Körper. Bei normalen Gewichtigen ist das überhaupt kein Problem, das wird ganz normal in Energie umgewandelt. Aber bei Übergewichtigen, dadurch, dass die Konzentration an Lipoprotein sehr hoch ist und das auf Dauer, entwickelt sich hier eine Fettstoffwechselstörung. Wenn natürlich die Blutfettwerte dauerhaft erhöht sind, dann lässt auch die Elastizität der Gefäßwände nach. Und so können natürlich auch das Risiko gesteigert werden, dass sich Ablagerungen bilden an den Gefäßwänden. Und du kannst dir das so vorstellen wie ein verstopftes Rohr. Wenn du das nicht reinigst oder zumindest dich nicht besser ernährst, dann verstopft es nach und nach. Und bei Menschen ist es denn leider auch der Fall, dass dadurch auch folgenschwere Schädigungen hervorgerufen werden an Herz und Niere. Um das genauer zu sagen, das, was jeder kennt, das Risiko für Schlaganfälle und auch für Herzinfarkte ist immens hoch. Also auch da ist es nach einem Schlaganfall extrem schwierig, wieder eine alte Lebensqualität zu bekommen. Eine weitere schwerwiegende Folge von Übergewicht ist Diabetes mellitus. Hier gibt es aber zwei verschiedene Typen. Einmal Typ 1. Dieser Typ hat es sozusagen angeboren und kann dafür gar nichts. Und Typ 2 ist halt wirklich selbst zugeführt. Und hier kann man sagen, knapp 80% an Übergewicht ist für Typ 2 verantwortlich. Aber warum ist das jetzt wieder so? Durch eine
zu hohe Nahrungsaufnahme durch ungesunde Lebensmittel, die viele ungesunde Fette und auch einfach Zucker enthalten, ist permanent im Blutzuckerspiegel sehr hoch. Bei Normalgewichtigen ist das tendenziell gar kein Problem, denn durch das von der Bauchspeise produzierte Insulin wird ganz normal das Blutzucker in den Zellen transportiert und so ist auch der Blutzuckerspiegel relativ niedrig. Bei Übergewichtigen ist aber das Problem, dass der Stoffwechsel gestört ist und der Körper gar nicht mehr hinterherkommt, genug Insulin zu produzieren, damit das Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangen kann. Und auch hier ist eine weitführende Folge, dass die Bauchspeicheldrüse denn auch hier nicht mehr genug Insulin produziert und der Blutzuckerspiegel permanent erhöht ist. Das hat natürlich auch wieder weitere Folgen, wie zum Beispiel auch einen diabetischen Fuß, wo dir auch Gliedmaßen absterben können. Bei der nächsten schwerwiegenden Folge von Übergewicht hat es viel mit der Erdanziehung zu tun, denn das ganze Gewicht, was du mit dir schleppst, muss natürlich auch von deinem Körper getragen werden. Nicht nur deine Organe leiden darunter, wie wir es auch schon im Video jetzt gezeigt haben, sondern auch gerade deine Gelenke, Muskeln, Bänder und vor allem auch deine Knochen leiden extrem unter dieser Last. Ja, hier können vor allem auch gezielt an Wirbelsäule, Knie oder auch am Becken langfristige Probleme entstehen und auch natürlich Schäden. Bestes Beispiel ist dafür das Bauchfett. Denn du musst dir das so vorstellen, der Körper versucht immer in einem Lot zu stehen. Und wenn hier vorne das Bauchfett natürlich zunimmt, dann würdest du ja sozusagen nach vorne umkippen, aber der Oberkörper richtet sich wieder auf. Und hier sieht man auch schon, es geht in diese Richtung und hier würde sich dann das Hohlkreuz bilden, das Becken kippt auch nach vorne. Das führt natürlich wieder zu Rückenschmerzen und kann auch langfristig wieder zu Bandscheibenvorfällen führen. Und das ist ein absoluter Teufelskreis, weil wenn du dennoch Schmerzen hast, wenn du dich bewegst, bewegst du dich noch weniger, ist aber immer noch zu viel. Und so wirst du einfach noch immer dicker und deine Lebenswahrscheinlichkeit sinkt immer weiter. Und wenn wir uns jetzt noch das Fundament unseres Körpers angucken, unsere Füße, da hört es natürlich nicht auf. Denn durch das Gewicht bekommst du dann auch Plattfüße und deine Sprunggelenke kollabieren nach innen. Auch das ist wieder sehr schmerzhaft und kann letztendlich auch zu Arthrose führen. Also es sind letztendlich Entzündungen in den Gelenken. Auch hier bewegst du dich tendenziell immer weniger, aber wenn du hier die Ernährung nicht wieder anpasst oder generell den Lebensstil änderst, hat auch das wieder schwerwiegende Folgen für dich. Du siehst also schon bei all den Erkrankungen, die ich genannt habe, Übergewicht wirkt sich komplett negativ auf den ganzen Körper aus. Studien haben auch gezeigt, mit steigendem Übergewicht sinkt auch deine Lebenswahrscheinlichkeit und hier kann man das auch so festhalten, dass 4 von 100 Menschen zwischen 20 und 89 mit Normalgewicht gestorben sind. Denn mit Adipositas Grad 1 waren es 6 von 10, Adipositas Grad 3 waren es auch schon 12 von 10, die früher gestorben sind. Und auch hier kann man festhalten, deine Sterbewahrscheinlichkeit gegenüber von Normalgewichtigen liegt zwischen 40-60% höher. Also wenn man das jetzt einfach mal in Jahren ausdrückt, sterben tendenziell übergewichtige Menschen 10 Jahre früher als normalgewichtige. Also du hast auch jetzt schon gesehen, dass das Risiko an schwerwiegenden Erkrankungen zu erkranken extrem steigt. Aber wir fassen das einfach nochmal in Zahlen zusammen. Und hier kann man sagen, dass die Sterberate um 40% steigt, wenn du eine Gefäßerkrankung hast. Zwischen 60-120% steigt das Risiko bei Diabetes, Leber- oder auch Nierenerkrankungen und auch das Risiko an einem bösartigen Tumor zu erkranken steigt um 10%. Zum Schluss sollten wir uns auf jeden Fall noch die Frage stellen, was ist denn überhaupt die Ursache von Übergewicht? Warum werden denn die Deutschen oder generell auf der Welt die Leute immer dicker? Um es einfach mal ganz tief runterzubrechen, tendenziell nimmst du mehr Kalorien auf über den Tag, als du verbrennst. Und das ist dann natürlich nicht nur auf einen Tag gedacht, sondern meistens über Jahre. Denn du wirst halt nicht von einem auf den anderen Tag krank, sondern das ist ein schleichender Prozess, den man meistens selbst auch nicht mitbekommt. Letztendlich kann man auch noch sagen, es ist auch
ein schlechter Lebensstil, der vorgelebt wird, den man sich angeeignet hat. Es sind Essgewohnheiten, es ist auch natürlich Bequemlichkeit und was auch ganz wichtig ist, es ist auch dein Umfeld. Weil wenn du dir jetzt mal überlegst, die fünf Menschen, die du um dich hast, ist sozusagen deine Mitte und du bist der Durchschnitt von den Leuten. Denn wenn du in deinem Umfeld überwiegend nur bequeme Leute hast, die Übergewicht haben, die gerne mal was trinken, tendenziell bist du dann auch übergewichtig und trinkst doch gerne mal was. Ja. Hast du aber in deinem Umfeld Menschen, die halt motiviert sind, die sich viel bewegen, die Sport machen, dann sieht es natürlich wieder komplett anders aus. Also auch hier der Tipp, willst du abnehmen, ändere auf jeden Fall dein Umfeld, umgib dich mit Menschen, die ja sportlich sind, die auch was erreichen wollen oder genau das gleiche Ziel haben wie du. Weil so könnt ihr euch gegenseitig motivieren. Aber es ist in der heutigen Zeit auch relativ schwierig, Nein zu sagen, weil Essen ist heutzutage überall verfügbar und es ist ja auch nicht immer das gesündeste Essen. Ja, Fast Food ist an jeder Ecke und auch wenn wir nur den kleinsten Hunger verspüren, ist sofort Essen da. Ja, das war früher natürlich ganz anders. Da musste man wirklich zum Beispiel jagen in der Steinzeit oder auch in der Nachkriegszeit gab es halt auch nicht so viel Lebensmittel. Man hat sich aber mehr bewegt. Und das ist auch letztendlich der Grund. Denn die Digitalisierung ist auf einer Seite positiv für die menschliche Entwicklung. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, aber auch negativ, was unsere Lebensqualität angeht. Denn Corona war jetzt einfach bloß ein kleiner Vorgeschmack auf dem, weil ich habe von vielen meinen Kunden auch schon gehört, ja, ich habe zugenommen und was mache ich denn jetzt? Ja, durch die ganzen Homeoffice-Sachen und auch die Möglichkeiten, die sich daraus entwickelt haben, wie zum Beispiel Zoom-Calls, Webinars, hast du dich auch wieder weniger bewegt, weil du warst nur zu Hause und der Kühlschrank war auch nicht weit weg. Und wie schon gesagt, die Menschen werden halt immer bequemer und die Transportmittel werden immer besser. Ja, es wird alles effizienter, man muss sich noch weniger bewegen und die wenigsten fahren nun wirklich noch mit dem Fahrrad, wenn denn eher mit der U-Bahn oder halt mit dem Auto. Aber auch die Lebensmittelindustrie ist daran nicht ganz unschuldig, denn die sind natürlich auf ihren Umsatz bedacht und produzieren Sachen, die den meisten Menschen schmeckt. Ja. Und meistens Fett ist ein Geschmacksträger und auch Zucker wird sehr oft verwendet. Und hier ist auch wirklich, gerade bei Zucker, die Abhängigkeit fast größer als jetzt bei Drogen. Also auch hier wieder ein absoluter Teufelskreis, der da entsteht. Aber auch unser Schulsystem sollte hier einiges verbessern, denn mal ganz ehrlich, was lernst du heutzutage in der Schule? Ja, du lernst irgendwelche Formeln, Mathe oder wie du was richtig schreibst, ist auch alles wichtig. Aber das, was dich aufs Leben vorbereiten soll, was die Schule ja eigentlich macht, bleibt komplett außen vor und das ist auch die Ernährung. Ja, in der Schule lernst du nicht, wie du dich gesund zu ernähren hast, lernst du keine generellen Sachen über die Ernährung, was wichtig ist. Und auch hier gibt es extrem viel Nachholbedarf. Entscheidend sind natürlich auch deine Eltern, weil tendenziell dicke Eltern haben meistens auch dicke Kinder, weil die Kinder spiegeln das Verhalten von den Eltern. Also um es genau zu sagen, wenn die Eltern überwiegend sich ungesund ernähren, sich kaum bewegen, dann denkt natürlich das Kind, das ist richtig so, weil das sind ja meine Vorbilder, das sind meine Eltern und verhalten sich ganz genauso. Und die Eltern wundern sich dann, warum die Kinder dick werden und das halt schon im frühen Alter. Es kann natürlich schwerwiegende Folgen haben, wenn du Übergewicht hast. Ja, es kommt immer darauf an, wie viel Übergewicht hast du. Wenn es 1, 2, 3 Kilo sind, okay, sei es verziehen, beweg dich trotzdem ein bisschen mehr. Aber wenn es dann halt wirklich schon tendenziell über 100, 150, 200 Kilo geht, steigt das Risiko an schwerwiegenden Erkrankungen wirklich zu erkranken. Deine Lebensqualität vermindert sich extrem und ob du dann noch glücklich bist mit deinem Leben, sei dahingestellt, denn du musst dir mal eins vorstellen, du hast nur dieses eine Leben, danach kommt nichts mehr. Ja? Nutze es so gut wie du kannst und geh raus aus deiner Komfortzone, sei nicht zu bequem, denn glaub mir, das, was du Positives tust, das kommt auch wieder zurück. Und letztendlich kann man da auch sagen, um abzunehmen, musst du halt wirklich deine Gewohnheiten, die du tagtäglich hast, hinterfragen. Ja, welche negativen Gewohnheiten hast du, wenn du nach Hause kommst, setzt du dich gleich vor den Fernseher mit einer Tüte Chips oder isst dann immer zwischendurch mal, wenn Gelüste kommen, einfach nur was Süßes. Ja, bestes Beispiel ist im Büro, wenn die Süßigkeitenschale nicht weit weg ist, greifst du immer mal öfters zu. Ja, also auch hier
musst du gucken, analysiere deine schlechten Gewohnheiten, welche sind dafür verantwortlich, dass du übergewichtig bist und tausche sie gegen gute Gewohnheiten. Bestes Beispiel ist, du kommst nach Hause nach der Arbeit, sonst setzt du dich auf der Couch, kurz Netflix oder sonst irgendwas. Und hier haben wir die schlechte Gewohnheit, die tauschen wir aus gegen eine gute Gewohnheit. Bedeutet, nach der Arbeit fährst du direkt ins Fitnessstudio und bewegst dich und tust was für deinen Körper. Schreib mir aber gerne mal in die Kommentare unten rein, was war bisher das größte Problem, um abzunehmen bei dir? Und wenn dir das Ganze natürlich gefallen hat, lass gerne einen Daumen da. Hier oben siehst du nochmal zwei Playlists von mir über Ernährung und auch Training. Da kannst du gerne nochmal reinschauen. Da geht das alles nochmal expliziter ins Thema rein. Wenn dir das Ganze gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen. Kannst du unten einmal draufklicken. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleib fit und bis zum nächsten Video.